So Leute, da sind wir wieder. Wieder mit einem weiteren Splatfest. Genau, endlich ein neues Splatfest. Weil ich weiß nicht an. Dann twitter ich auch nochmal schon. Ja, ich hab schon. Snicken. Und jetzt geht's los. Ja. Ja, genau, das ist ganz toll, ja. Reden wir extra, oder was? Ja. Genau, den Moment, wo wir anfangen. Genau. Naja. Aber jetzt kommt der Kunde nicht nochmal, das habe ich nicht gefürchtet. Denn sie sind ja auf der Bühne und müssen ihr Lied singen. Und jetzt geht's los. Ich sehe nicht, irgendwie, mal irgendwie alles wehtut, wenn die da 24 Stunden lang irgendwie abdancen. Ich meine, was essen die? Ja. So, dann hätte ich gesagt, gehen wir mal hinein. Genau. In die schöne Lobby. Und wir sind hier in der Sauna. Dann, ich sagte, ja, wir kämpfen für Team Entspannung. Was sind das? Team Action und Team Relax, gell? Das heißt, genau, also ich habe Team Adventure, also das ist nämlich, glaube ich, auf Englisch, die Hashtags. Also ja. Bei uns gibt es halt leider im Urlaub keine, also jetzt in Ferien heißt keine Action. Wir entspannen uns und zocken die ganze Zeit bei uns. Ja, nein. Du bist betont. Ja, ich, na. Und. So. Deswegen. Das wird tun mit doppelt eingeschrieben. Eine Live-Nachricht über. Ups. Sorry, tut leid. Soll ich das schon machen? Das ist das Platin. Ich fang schon mal. Okay, ja. Und das ist was? Das ist das Platin. Das ist das Platin. Ja. Ich will Platin. Platin. Platin, Leute. Solange sie es nicht auf Twitter geschrieben haben mit dem Hashtag. Weil den gibt es ja nicht. Vielleicht gibt es schon, weil so viele Leute falsch schreiben. Da findet man nicht. Oh, und übrigens. Hey, haben wir einen Follower verloren? Wir hatten nochmal 21, oder? Ja. Wir haben einen Follower verloren. Nee. Ich soll jetzt. Wer ist der Bastard? Nein, Spaß. Wir starten. Sieht man das gar nicht an? Wie sieht man das? So. Geht ja gar nicht meine Follower? Gut, auf der App, wo sehe ich das auf der App? Weißt du das? Nee, das sehe ich auch nur, wer mir gefolgt hat, aber nicht mehr, wer mir entfollowt. Das sehe ich ja nicht. Und das ist ja voll blöd. So, das funktioniert. Mhm. Das ist immer gut. So, ich bin schon Stufe 88, also, ja. Ich habe, mir war 69 lieber. Da bin ich schon längst zu weit. Leider. Das war schon Zeit, ne? Bald dauert es nicht mehr, bis ich Stufe 100. Also. Jo, wir kriegen mal gleich die Mandelzunge. Das ist ja dann voll cool, weil da kann man eben diese Knöpfe da aktivieren. Das ist sonst aber nicht das bei der Mandelzunge, oder? Was? Sonst ist es aber nicht bei der Wandelzone, oder? Nein, es ist bei jedem Splatfest ist immer bei einer Wandelzone immer irgendwas Spezielles, wo du irgendwas machen kannst. Okay. Was bei den anderen Maps es nicht so gibt. Und tschüss. Und tschüss, Mann. Ich geh da down, ich geh da down. So. Genau was. Komm her. Was? Schade Schokolade! Der Profi-Kleckser! Ja. Aber du hast ja vorher gemeint, als du privat gezockt hast, das ist ja schlechter Schutz für Team entspannt. Also ich habe, wie gesagt, sehr oft gegen mein eigenes Team gekämpft. Nein! Oh. Böder denken, du so nervt mich.
Ja, ich weiß nicht, ob es am Anfang nur kurzfristig war und jetzt nicht mehr. Okay. Kann vielleicht auch sein, dass vielleicht doch eher mehr Action mehr ist, was nur. Naja, können nicht. Kann man. Und zumindest ist ziemlich ausgeglichen ist, aber von meinem. Okay, das ist nicht schon mit. Aber gut zu wissen. Jetzt von meinen quasi Freunden her oder sowas, also mit denen. Wenn ich halt mit, auf der Switch befreundet bin, wenn ich da zusammenziehe, weil da kann ich sehen, was die anderen gewählt haben. Das sind, glaube ich, nur 17 oder sowas für Action, glaube ich, 40 oder 45 dafür Relax. Also, das ist schon. Wenig. So, ja. Ich meine, kann man eigentlich immer die ganze Zeit wählen? Geht das? Also, kann ich jetzt sagen, ich. Oder kann ich jemand sagen, er tritt morgen um 15.30 Uhr bei und spielt eine halbe Stunde. Geht ja, das? Das geht. Nur die Sache ist die, wenn du quasi jetzt bei einer, quasi wenn du es bei Freunden nachfragst und sagst, ja, wie schaut's aus? Und dann trittst du halt den bei, wo du glaubst, da ist weniger oder da hast du die Chance höher, dass du gewinnst oder so. Bringt es dann auch nichts, weil du trittst nicht mal später bei. Und dann schaffst du bis Fanclub-Leiter und du kriegst so wenig Supermuscheln, das bringt sich erst recht nichts. Also das haben sie schon gemacht, dass eben die Leute nicht machen können, weil. Also gehen du schon, aber es bringt dann nichts. Oh, so bist du wie einer Scratoon-Spieler, den wir beide kennen, also den du besser kennst als ich, der voll gut ist. Also ich glaube, dem würde ich zutrauen, dass er eine Stunde vor. Ende beitritt oder zwei Stunden beitritt und ordentlich abhängt. Und wobei, ob der überhaupt das Splatfest mitspielt, weil das Spiel meistens eigentlich nur mehr Rangkampf, weil der Kampf easy zu sein ist. Und während des Splatfests gibt es keinen Rangkampf. Kannst du nur quasi Rangkampf spielen beim Splatfest. Das geht da gar nicht anders. Soll ich jetzt noch eine Runde oder? Ja. Okay. Also. Kann man jetzt gar nicht sagen, okay, ich mache mit Ballfest nicht mit dem Spiel normal. Nein, du bist gezwungen. Du hast ja gesehen, das Einzige, was du machen kannst, ist quasi ein privater Kampf, wenn du gegen mich anspielst, aber das bringt sich, aber da kommst du mit der Stufe nicht höher, ne? Das ist nur, oder wenn du lokal spielst oder offline oder so. Aber ansonsten hast du die Auswahl nur das Ballfest eben solo oder Team. Okay. Mehr Auswahl hast du nicht und eben privater Kampf. Das heißt, da gibt es halt nur Revierkampf und Rangkampf da halt nix. Okay. Jetzt spiele ich gegen das eigene Team, na toll. Ah. Jetzt spiele ich gegen das eigene Team. Okay. Fangt schon mal gut an. Ja, ist immer toll. Ich weiß, willst du noch was spielen? Ja, mach ich, ja. Passt. Wie viel Akku habe ich nur Lust, wenn die angesteckt. Wie brauchst du? Ich kann gar nicht sagen, dass ich nicht glauben kann. Ja, 90. Ha? 90. Ich hab 14. Mach mir dann. Ja, ich spiel gerade. Ja, dann. Sag ich nicht jetzt. Ich bin gerade schwerst beschäftigt. Ja, nicht lustig. Doch. Ich muss üben, ich muss besser werden. Damit ich der Splatoon-Meisterin dann bin. Mhm. Ach komm her mit der Scheißpinsel. Oh! Ich hätte gedacht, ich erwische ihn. Mit dem Pinsel gehen wir so am Nerv. Oh, ich werde ihn gleich kriegen. Ach komm.
Jetzt haben wir uns gegenseitig gekillt. Lol. Juhu, zwei Zuschauer, was geht da? Ne? So, jetzt geht's ab. Mhm. Aber da war schon ordentlich viel, bla. Ja. Bam. Die Rosa wird fertig gemacht. Die Rosa piep. Nein. Bitter. Das nervt. Ich weiß gar nicht, welche Waffe ich nehmen soll. Ich weiß, du kannst ja jetzt eben quasi üben und andere ausprobieren. Mhm. Ich hab dir gesagt, was ich machen will. Ich will möglichst viel einfärben und ich will aber von der Weite abschießen können. Mhm. Weil. Kannst du umstecken? Ja. Sagst du mir so, hey, den Bildschirm? Nein. Weil normalerweise sagst du immer, wenn du umstecken, eben den Bildschirm. Ja, shit. Sagst du mir so, hey, das kannst du ja nicht eh locker machen. Ja, den Bildschirm wurde bitte mal so machen. Oben, ja. Ich weiß. Was kann ich nehmen? So. Ich weiß auch nicht, was willst du nehmen? Was, wo ich. Vielleicht mal die Badewanne oder ist die eher schwer? Nein, die kannst du nehmen. War eh probieren. Die hat das Spezialwasser eben den Regen, was ich hier jetzt auch gehabt habe. Achso, was ist mit diesen Blasen da? Welchen Blasen? Ich kann das, gibt eine, die kann diese Blasen feuern. Die da, das ist die Spezialwaffe. Achso. Bei dem. Ja, probier mal den. Okay. Wie gesagt, es ist halt schwer. Was muss ich drücken? Dass man jetzt da. Was muss ich drücken? Was drücken? Normale Taste oder wie? Ja, nur nicht mit dem Rollen gedrückt halten, sondern. Und dann bam. Ja. Okay. Langweilig. Eva, 2, 3, 4. Ja, ich verstehe, wenn du normal spielst, geht schnell, aber beim Splatfest selbst dauert es immer, weil du quasi nicht einfach irgendwelche 8 Spieler sucht, sondern immer gesplittet. Zuerst 4 Spieler von deinem Team, dann 4 Spieler vom Gegnerteam und wenn er zu lang braucht, dann auch von den eigenen. Und deswegen dauert das generell immer länger. Oh du, das hat ja was Geiles. Warte. Was du denn da gespielt? Reinfangen? Plötzlich vom Gegnerteam waren nur noch 2 da, als der dann gestartet hat, von deinem Team war nur einer da. Ja. Bam, Disconnect. Das war schon irgendwie lustig. Ja. Das war aber vor dem Splatfest. Ja, das war davor noch, ja. Hast du jetzt Bewegungsstörung drin oder nicht? Ja. Ich dachte, das Sessel, der klebt voll wie ein Kunstlehrer da. So grindig da. Ich hab mir doch einen Stoff kaufen sollen. Du kannst ein Handtuch zulegen. Ja, hab ich hier beim Alten gemacht. Auf dem öffentlichen Set. Geht's die ganze Zeit immer so drücken, ja. Bei der Waffe ist es immer so, wenn wir andere die hat, ist es unschwer aufzuwaffen, weichen. Wenn ich insgesamt 4 Blasen nicht treffen, hast du einen Kill. Ja gut, wir flexen das so, die weichen immer meistens mit der Rolle aus und ja, dann schwer. Solche Gegner sind immer nervig. Die ist sicher nicht mit der Waffe gebacken. Okay, soll das eine andere, doch eine andere lieber nehmen. Ja, ich mag das ganze ständige Drücken halt nicht. Gibt hier einen aggressiven Klecksroller? Ein was? Einen aggressiven Klecksroller. Na, das einzige, der was ein bisschen stärker ist, ist der was aber. Da gibt's einen. Ich glaube, das ist der Dynamo-Klecksroller, wie das heißt. Ist das ein Gegner? Cool. Das war sogar. Da ist es so. Hä? Ja, schießen. Wie? So. Okay, jetzt habe ich nichts gemeint, aber. Quasi, der schießt quasi stärker, aber das ist der, was so langsam ist. Ja,
mal gut ausgewichen. Was auf der Sache? Komm! Fuck you! Meine Wanne! Kann ich mich nie wieder duschen gehen! Ist ja nicht so schlimm, Schweiß ist eh nass. Oh komm! Zu spät gesehen! Eigentlich, wenn du jetzt spielst, was ist eigentlich damit gemeint, wer am meisten eingefärbt hat? Wie viel du insgesamt eingefärbt hast oder wie viel am Ende von dir noch übrig war? Nein, das ist wie viel quasi am Ende übrig ist. Nur bei dem Ranking quasi bei deinem eigenen Team, wer ganz oben ist und wer ganz unten ist. Da geht es darum, wie viel du insgesamt eingefärbt hast, quasi die Punkte, was da oben stehen. Die gehen, wenn der andere drüber fährt, der sich weg, da gibt es da die Punkte selber. Nee, außer jetzt jemand vom Gegenteam färbt drüber und du färbst wieder drüber, oder? Na, weil es geht darum, wie viel färbst du insgesamt halt, und da kannst du auch mal sehen, okay, du wechselst Waffe mit der Waffe, bist du gut, färbst du viel an und dann. Aber nur wechselst du Waffe und dann. Soll ich wieder gegen mein eigenes Team gekämpft, oder? Ja. Und gewonnen, ich bin mein eigenes Team. Gut. Gewonnen. So, jetzt markierst. Ah ja. Bam, neuer Effekt. Wir spielen ein bisschen mit der Waffe, vielleicht komme ich ja mit der klar. Okay. Man muss sich immer ein bisschen dran gewöhnen, oder? Ja. Du hast auch ein wenig gemeint, so, du hast auch ein bisschen gebraucht, bis du dich daran gewöhnt hast, oder? Das stimmt. Außer die richtig guten Splatoon-Spiele, die Bauer spielen können, ist schon die finde ich wieder dabei. Ja, wobei ich glaube, die werden auch wahrscheinlich wieder Lieblingswaffe haben. Klar. Oder Waffe haben, die sie von Haus aus besser können. Weil es einfach ihr Stil ist. Mhm. Und dann gibt es auch noch Leute, die machen das nach Map oder beziehungsweise nach Minecraft oder wenn die Minecraft spielen. Oder nach Map. Zum Beispiel bei einer Map spielen sie mit der Waffe und bei einer anderen Map spielen sie mit der anderen Waffe. Es kommt davon, wie die Map aufgebaut ist. Ob es jetzt quasi eine große Fläche hat, ohne zu verstecken, wo du einfach drauf losgehst. Oder ob sie quasi eng ist oder ob es viele Hindernisse gibt, wo du gut verstecken kannst. Nehmen es vielleicht auch eine andere Waffe, also es, ja, es sind Leute, die halt nach den Maps gehen. Das ist okay. Auch immer verschieden. Ich verstehe, danke, Charlie. Na, nicht schon wieder. Wieder gegen das eigene Team. Ja, voll gegen. Können wir gegen das richtige Team kämpfen? Ich hab voll weniger an. Das klingt gut aus, aber immer ein Wandelzahn. Mhm. Na, den Abschluss muss ich schon quasi eher mehr raufziehen. So, aufziehen. Ha! Baa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 a
Ja, komm. Ah, jetzt hast du wohl. Kann man die überhaupt doppelt einnehmen? Was? Die zwei Punkte. Ah. Ich weiß gar nicht, ich hab. Weil, das mache ich mir die Mühe nicht. Ah, leck mich! Oh, ja, okay. Oh, ich glaube schon, ja. Ja, ja. Wenn ich erst kann, kann ich es. Aber sollte ich nicht, können auf meiner Seite, auf der anderen Seite. Ja. Ach, fick dich! Warte, ich will. Hat dir noch nichts gebracht. Ich finde die Warnung schon irgendwie cool. Endlich haben wir mal noch ein gutes Bett, bis was nichts mit Essen oder sowas irgendwas zu tun hat. Was habt ihr noch? Ah! Ja, aber ich ärgere das auch immer, wenn man das Spezialwaffe einsetzt wird und immer genau dann abgeschossen. Immer genau dann. Das ist. Das regt mich auch am meisten ab. Erst! Jetzt krieg ich nichts mehr raus. Oh, da. Ja, komm, 32. Ich glaub, du bist mit der Waffe nicht so gut. Nein, ich bin mir ein Klecksroller. Na, du kannst dann später aufhören. Noch ein bisschen anders, andere Waffen rumprobieren, dass du im Turnier vielleicht doch eine andere Waffe findest, mit der du besser bist. Aber den Kreuzroller klappt so viel ein, aber zum Killen ist halt nicht so wirklich toll. Na, es geht ja eigentlich beim Turnier oder beim Wettbewerb, geht es ja ums Einfärben. Ja, aber es bringt sich nichts, wenn du eine super Waffe hast, die du gut einfärben kannst. Aber mit wenn man gut ausweichen kann. Aber wenn du dir nicht killen kannst und jemand anderer hat vielleicht nicht so eine tolle Waffe, mit der er einfangen kann, killt dich aber ständig und dann fährt er trotzdem mehr ein. Klar. Ja, aber. Ja. So, die andere Runde spiele ich noch. Und dann spielen wir Richter Boundary. Ja. Okay. Und dann du. Ja, mal schauen. Und dann halt immer so Abwechslung. Mal schauen. Gut, geht ihm was ab? Wie viele Zuschauer haben wir? Ja. Jo. Ihr könnt es gerne mal schreiben. Wahrscheinlich im Endeffekt eigentlich nur einen, weil quasi einer ja du davon bist, ne? Weil du es. Nee, ich zähle nicht. Nein, wenn ich so und ich. Ja, ich zähle nicht. Achso, okay. Gut. Das wären wirklich zwei. Ja, du schaust ja auch zu. Also ich sehe dich und eine andere Person. Mhm. Also eine andere Person. Ja. Ja. Super Nintendo, wirklich. Richtet das mal, weil das kann doch nicht sein. Ja, vor allem, es kommt ja bald eben dieser Online. Dings da, wo man zahlen muss, und ich denke mir so, jetzt haben sie auch schon einige aufgekriegt. Für was zahlen, wenn es dann nichts bringt, aber anscheinend, angeblich soll es, wenn es eben, angeblich soll es, wenn es kostenpflichtig ist, der Online-Modus, soll der auch verbessert werden, angeblich. Ich denke, du richtest was, weil das kann sich damit als Bratfest. Weil es soll ja so sein, dass das Team, was am meisten quasi gewinnt, Stimmen hat, gewinnt. Und wenn jetzt aber andauernd eben nur das Team gewinnt, das weniger Stimmen hat, ist nicht scheiße. Weil. Weil es ging nur das Team mit. Weil das Team mit weniger Stimmen. Wow, dann hast du zwar einen Punkt in der Abstimmung. Wow, aber verlierst, weil du nicht wirklich keine Punkte sammeln konntest. Ich meine, was anderes ist, wenn du es bei Team gewinnst und bei Solo zum Beispiel verlierst,
dann zählt halt das, wo die meisten Stimmen hat, wenn er sogar so 2 zu 1, ne? Ist auch schon mal vorgekommen. Ist es ja nicht mehr. Oh ja, ist schon mal vorgekommen. Ja, aber das hast du gesehen bei den. Ich glaube, bei den Ninja Turtles Platz, der ist da war. Oder da bei die. Gegen Fruchtfleisch und ohne Fruchtfleisch, da war ja die Prozentanzahl von den Stimmen so extrem. Ja, eh. Da haben wir quasi, wo es weniger ist. Aber sie sollten wirklich an der Auswertung arbeiten, das ist mal das eine. Sie sollten wirklich an der Auswertung arbeiten, wie die Praktik ausgewertet werden. Und wirklich nach Prozenten und nicht einfach nur Gewinn, also nicht einfach nur noch in einem K.O.-System. Weil das reißt genau nichts. Wenn Anzi Teil damals Bass-Bass-Bass-Bass auch. Das ist einer von deinem Team. Ich hab grad gemerkt. Ich sag, wenn Anzi Teil war es auch nichts anders. Allerdings war es bei Anzi Teil so, es hat kein Team oder Solo gegeben. Also da hat es diesen Teamkampf nicht gegeben. Das was man einfach nur so wie jetzt gerade normal Spartacus gespielt. Und das, da hat es quasi eben nur die Stimmen. Das geben eben die Stimmen. Und eben die Prozente von den Stimmen und die Prozente von den Kämpfen, von den Siegen. Und dann wurden die 2% jetzt zusammengezählt. So war es eben in Anzidal. So. Ah komm! Scheiß Wichser! Ja, wir sollen das auch wieder machen, weil ich meine. So ist einfach unfair, weil dann kann einfach das Team, das mehr Stimmen hat. Das sind zu groß. Pass auf. Ist dasselbe Hurensohn. Ich will nicht mehr gegen das andere Team kämpfen. Weil das sollten sie wirklich verbessern, echt. Das kann nämlich nicht sein. Also dann gebe ich Scholz, wenn es so eben online-Dings kostenpflichtig ist. Da haben sie gesagt, wie das wird verbessert. Auch generell diese ganzen Rauswürfe oder sowas sollen nicht mehr vorkommen. Ich glaube, das ist auch wirklich stimmt, weil ich zahle nicht dafür, dass das ein Spaß. Und es soll angeblich heute noch so Gratis-Spiele auch dazu geben, auch für die Switch. Okay. Wenn man dann eben dafür bezahlt, kriegst du Spiele dazu. Ja, aber ich auch das sind DLCs halt. Nur nicht DLCs, aber halt so Download. Ja, wahrscheinlich. Download halt. Waren das hier diese Retro-Games? Ja, ich bin auch diese Retro-Spiele da. Ja, aber auch das ist ja einfach nur über den Emulator. Hä, warum ist jetzt schon die, läuft jetzt schon die Zeit ab? Was ist es? Was ist mit der Zeit gewesen? Die war ja schon bei von Anfang nur bei 10 Sekunden. Irgendwas hat nicht hingekommen. Ja, wo ist das wohl du wieder? Okay. Das ist komisch. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Nicht kennen. Tu ich aber. Pech. Darf nicht. Doch, ist erlaubt. Vor allem im Stream. Kommt voll gut. Genau. Mach schon voll die Laune. Toll, es tut sich gar nichts mehr, sobald ich wieder spielen will, war. Das ist echt toll. Ja komm, ich hab gerade mit dem Team gespielt. Das ist gespielt! Alles geht. Das macht Spaß. Ja, die werden sehr voll schnell. Da müssen sie halt echt was ändern. Das war es halt. Wie gesagt, sie können Männer nur bei der Punktesystem was ändern, weil sie so ändern, dass sie sagen, okay, es gibt kein gegen das eigene Team kämpfen, gibt es nicht mehr, geht er dann quasi auch nicht, weil dann war das so Ewigkeit und dann kämpfst du quasi nicht so oft und das andere Team quasi öfters und
Deswegen geht das da nicht. Ja, aber das ist ein Punkt, das System könnte sich auf jeden Fall ändern, weil ich meine. Weil da kannst du es nicht machen, das sagt man. Bleib mal mit dem K.O.-System ist scheiße. Ja. Weil das hast du immer das Problem, wie jetzt. Ich hätte gedacht, ich schaffe es auszureichen. Anscheinend doch nicht. Hochdruck für Unreiniger. Ja. Keine Ahnung, gell? Ja. Stich mit drauf. Schauen. Schon wieder so ein Sniper, ne? Mhm. Muss mir echt das Leben schwer machen. Niemand mag Sniper. Ach so, wie selber mag. Ja. Ja. Ich will Sniper mögen. Das sind die Emos unter den Leuten. Nein. Diesmal nicht. Oh, komm schon! Jedes Mal. Was hat das denn für eine Wand, wenn du es gekauft hast? Ha? Was? Ha, hau ihn. Das ist Glück. Jetzt hat er jetzt auch diese Wand gekauft. Okay. Aber ich habe ihn erwischt. Jetzt bin ich durch die blöde Wolke gestorben. Ernsthaft jetzt? Was? Jetzt bist du durch die blöde Wolke gestorben. Was? Durch die Wolke! Also. Ah. Und okay. Ich. Jetzt macht sie das wieder zu. Und hier oben rüber. Ich, wo das gerade einsetzen? Wenn du killst, will ich dich wehen. Wenn mir das passiert, werde ich einfach gekillt. Hier wird nicht gefragt. Ich weiß gar nicht. Wie oft spielst du Splatoon, wie oft spiel ich Splatoon? So, fange ich an. Was? Wie oft spielst du Splatoon und wie oft ich? Ja, du musst mehr üben. Such das ja. Du musst mehr üben, dann wirst du auch besser. Du brauchst dich gar nicht drüber aufregen. Ja. Mein Gott, wir haben es auch nichts wissen. Nein, das ist der letzte, es geht. Voll schlecht, Karina. Ja, schon. Nochmal, oder? Du ja. Nix im Chat los, ey. Nee. Tote Hose. Also, wann kommen die anderen endlich? Hoffentlich Team Action. Voll geiler Beat. Jo. Fühl dir den Beat. Ich weiß, ich kämpfe wieder gegen das eigene Team. Weißt, es war so geil damals, früher. Früher. Und schau, was beim letzten Mal Splatoon. Du wirst das Splatoon geil. Nein. Beim ersten Mal war es so, da hast du, wenn du eben so wie da gewartet hast, hast du wenigstens immer ein dazwischen so ein kleines Minispiel spielen können. Eben, dass es nicht langweilig wird. Aber leider geht es nicht, das war damals so cool. Wieder!
gegen das eigene verdammte Team. Jetzt zog ich gleich raus. Willkommen, das ist die fünfte Runde hintereinander. Ich meine, es wäre nicht so schlimm, wenn sie eben bei der Endbewertung nicht so stark wiegen würde, aber das tut's ja. Das tut's einfach. Ich meine auch die, was was weniger stimmen kann, kann auch natürlich vorkommen, dass die mal gegen das eigene Team kämpfen, aber das kommt dann so selten vor. Und kämpfen dann eben halt meistens gegen das andere. Na, komm. Anscheinend wollen die Leute alle hier keine Action hier im Urlaub haben. Alle stehen wohl nur auf Entspannung. Ja. So wie es hier aussieht. Wobei auch den Namen doppelt zu benutzen, ist auch. Weil sie haben schon ein Splatfest gehabt, wo sie ein Team Action gehabt haben und jetzt haben sie es wieder. Und jetzt war es natürlich dann das Thema, aber trotzdem. Tschüss, Mann. Ah. Ich finde es echt kacke, ich sollte mich verkehren dann. Weil würde ich mir selbst Gewicht fallen, wäre ich zu schwer. Ich glaube, ich hätte mich viel auf den konzentrieren sollen. Ja. Ich war auf den aber gut. Ich war gleich mal weg. Ach, komm schon an. Wohin? Nein, ist das. Momo, wirklich? Ja. Oh Gott, kein Kommentar. Hashtag lang traurig. Kann ich endlich mal einsetzen. Und wieder sterbe ich von Momo. Naja, Momo kommt, das wollte ich. So, ein paar Runden, sagt man noch. Morgen streamen wir dann eh länger wahrscheinlich. Oha. Nee. Willst du spielen? Ja. Soll ich spielen? Ja. Dann war das. Was? Ja, das soll ich spielen. Ja, ich will eine Waffe löschen. Ich will es mit der Hälfte. So. Dann war es bei dir jetzt vorher auch so schlimm. Mhm. Ja. Du siehst, ich bin wieder 0,6. Bitte! Ich glaube wahrscheinlich ist so stimmen so 1% Action, 99% Entspannung. Ja, ich so 70% Entspannung. Ja, wahrscheinlich. Das werden ein paar Prozent sein.
Ja, aber können die nicht einfach eine allgemeine Umfrage irgendwie in Nintendo intern machen, für jedes Bloodfest, bevor die anfangen? Meinst du, sie können nicht sagen, so, ich meine, sie können ja auch nicht machen mit den, so, ja, was die Leute wählen. So, jetzt haben die da zu viel gewählt, es darf da nichts mehr wählen gehen oder so. Nein, aber zu sagen, hey, einfach, wir machen nur das Bloodfest, das gepasst, ist jeder Mitarbeiter bei Nintendo verpflichtet, abzustimmen. Und wenn die sehen, dass die Idee einfach zu unaussichtlich ist, dann nehmen sie eine andere. Sollen sie das intern machen, bevor es damit die, also das sind Nintendo intern laufen, gerade europaweit, weltweit, was auch immer. Durch die europäische Raum, wenn ich das alleine mache, der amerikanische Nintendo-Bereich und der japanische. Also der amerikanische und der japanische. Ja, ich würde es nicht. Und dann testen, okay, mal intern, wie ist da die Verteilung? Und wenn die Verteilung schon intern scheiße ist, dann sagen, okay, jetzt brauchen wir ein neues Thema. Oder halt irgendwie einen anderen. Wobei wir haben quasi jetzt eh das beste Thema. Das wäre das Thema, was die Amerikaner haben, ist Gabel gegen Löffel. Wow, das ist. Das Thema ist so scheiße, dass. Ich wette aber mit dir, das ist ausgeglichen. Das wird wahrscheinlich sein, weil da gibt es Dinge, wo du sagst, ja, die meisten Leute wollen lieber das oder so. Weil das hast du jetzt hier. So ich verstehe nicht, warum sie sich einfach in jedem Land das selbe Bloodfest machen. Haben sie ja manchmal nur eh. Nur halt, eben mit vielleicht angepassten Sachen. Weil in Japan hast du diese komischen beiden Riegel da, ja, oder diese Schokolade da. Und dann kannst du bei uns im europäischen Raum machen, keine Ahnung, Twini, was ist Orange gegen Grün oder so. Aber ich glaube, in Japan haben sie das nur, weil, was ich gehört habe, wird das von der Firma gesponsert oder sowas. Und wenn irgendwer so ein Sponsor ist, machen sie es wahrscheinlich auch ein Stadtfest dann daraus. Ja, ich meine, es ist allgemein. Also, wenn jetzt in Japan irgendwie, keine Ahnung, Schokolade 1 gegen Schokolade 3 kommt, dann kannst du machen Twini, Rot gegen Grün. Und keine Ahnung, was in Amerika gibt. Sowas, ja. Wobei mit Essen, ne. Ja, aber das ist doch immer, ich werde mit dir. Was ist das? Orange ist Zwini gegen grünes Zwini. Ja. Ist doch immer ausgeglichen als der Müll. Ja. Weil das Thema aufpassen sollte, weil viele Leute haben schon aufgeregt, weil meistens immer nur irgendwas mit Essen, was irgendwas mit Essen zu tun hat. Und das ist, weil die vielleicht gar nicht mehr mitgemacht haben, weil sie gesagt haben, so, ja, schon wieder irgendwas mit Essen, das gibt's nicht. Das wäre zum Beispiel, ja, was mit zum Greifen ist, aber im wahrsten Sinne des Wortes. Aber zum Beispiel beim Einzelteilen und beim Splatterskasten für Hunde gegen Katzen und da war es dann auch eher mehr ausgeglichen. Weil deine Hälfte mag in Katzen, die andere Hälfte mag in Hunde, ja. Es ist. Du weißt auch kein. Du sagst so, ja, 70% haben das eine wollen oder so. So extrem. Krasser Unterschied hat es da nicht gegeben. Aber ist halt hier leider der Fall. Ich soll das vor intern testen, bevor es dahergehen und das in die breite Masse sprach. Ich meine, das kann dann auch immer flaufen, ne? Und vielleicht machen sie das ja auch, ich weiß es nicht. Aber die Chance ist dann einfach viel geringer. Soll ich noch spielen? Ja, und vor allem einfach die, eben das Ranking ändern, oder die Auswertung ändern. Ja. Weil es ist ja klar, wenn du immer gegen ein eigenes Team spielst, dann kannst du nicht so viele Punkte sammeln. Und dann ist ja klar, dass du im Solo und im Teamkampf einfach verlierst. Das ist dann einfach logisch. Weil die Kämpfe zählen ja nicht, ne? Weil es gegen ein eigenes Team ist. Du solltest ja vielleicht so eine Mengenanzahl runterbrechen und sagen, okay, keine Ahnung, wir haben, ja, keine Ahnung. Insgesamt gab es gegen, okay, ist auch blöd, ja. Dann macht das natürlich jedes Mal, die Mühlkämpfe gab es gegen die Team, also gegen Gegnerteams insgesamt. Mhm. Und daraus dann auswerten, aber vielleicht machen sie es eh so. Bei denen Faktor mit einberechnen, der halt nur zu tragen kommt, weil das Ergebnis wirklich unausgeglichen ist. Hm.
Sobald eine Seite irgendwie zu 70% mindestens gewählt wurde, dann klickt dieser Faktor ein und der gleicht es dann an. Trainerwertung. Endlich! Jetzt habe ich die anderen. Nach 7 oder 8 Kämpfen. Super Nintendo Entertainment System, ja? Also SNES. Ich sehe, dass der Runde hören wir dann auf. Wir sehen schon eine Dreiviertelstunde. Also machen sie es immer so, dass man halt. Morgen streamen wir wahrscheinlich eh länger. Heute nicht, wir streamen morgen ein bisschen länger oder nicht? Ja, aber es ist auch nichts los. Ja, 46 Minuten spüren wir. Ich meine, ich hätte ja auch einfach es auf OBS schauen können, aber ne. Und zeig es. Cool. Ah, das bin ich auch gut. Nein, wir haben das nicht. Das gibt's nicht. Ach. Einmal gegen das richtige Team und schon am Abruder. Ja. Das funktioniert echt klasse. Aber ihr könnt uns gerne den Tag versüßen und uns auf YouTube abonnieren. Ich muss echt sagen, die erste Splatfest liefen für Streamen echt gut. Da haben wir sogar auch zusammen gespielt und so mehrere Leute. Ja, ey. Es kommt auch darauf an, wie viele andere Streamer gerade jetzt verdun streamen und die vielleicht größer sind oder bekannter und dann werden halt die dann dafür mehr geschaut. Das ist halt von darauf an, wie viele andere Leute auch noch streamen. Jetzt ist halt einfach nur komisch, ja? Lol. Schaut bitte aus. Ja, das war klar, ich meine, wir haben das nicht gehabt. Ja. Ja, Leute, danke fürs Zusehen. Also war es das der letzte Kampf, oder? Ja, ja. Und wir werden dann weiter morgen streamen. Ja, ich lasse. Könnt ihr uns wie gesagt auf YouTube abonnieren? Und ja, dann beenden wir den Part hier und wir sehen uns dann morgen einfach. Genau. Wo wir wahrscheinlich ein bisschen länger streamen werden. Ja. Müssen wir aber noch ich schauen. Ich weiß noch nicht, wann wir genau anfangen werden. Ja, vielleicht ein bisschen länger, mal schauen. Na dann. Und tschüss. Tschüss, bis morgen.